Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau, hier zum August-Reading der Energien für dich. Ich bin Sirut Sabine und ich freue mich jetzt mit dir hier zu schauen, wie die Energien fließen wollen, in welcher Form sie sich darstellen wollen, welche Themen sich zeigen möchten und, und. Ja, wir kommen aus einem kraftvollen Neumond am 28.07. und ich glaube, der war wirklich für alle ziemlich spektakulär. Und ja, alles steht auf Neuanfang, auch für dich, liebe Jungfrau. Und ich möchte jetzt gerne hier mit drei Orakelkarten und vier Tarotkarten schauen, wie sich die Energien für dich zeigen. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Klick da direkt drauf. Du wirst direkt weitergeleitet. Drei unterschiedliche Varianten. Lass dich überraschen. Nicht die Varianten der Fortsetzung, sondern wie du da hinkommst. So, liebe Jungfrau, einmal tief ein- und ausatmen und meine Bitte an dich, erlaube dir, dass sich jetzt hier die Energien zeigen, die für dich wichtig sind, die dich auf deinem Weg begleiten, weiterbringen und erlaube mir bitte hier im Kollektiv der Jungfrau, ja, die Impulse zu deuten, zu verdeutlichen vielleicht auch, die dir am kraftvollsten dienen. Lass uns starten. Eine Karte bitte hier für Jungfrau für den August. Change. The Wind of Change. Veränderung, Bewegung, einen neuen Weg gehen. Die Chance, einen neuen Weg zu gehen, liebe Jungfrau. Und auf der Karte finde ich das immer sehr spektakulär. Wir haben hier Frühling, haben hier Herbst, wir haben hier Tag, da geht's in den Abend über, neue Wege. Aber du siehst auch diese Zyklen, diese miteinander verwobenen Zyklen, die immer wieder Veränderung bringen. All das, was du glaubst, was Sicherheit bedeutet, ist Starre. Wirkliche Sicherheit, liebe Jungfrau, liegt darin, wenn du dich in die Veränderung hineinbegibst, wenn du erlaubst, dass das Leben fließt und dass das Leben stetig und ständig Veränderung ist. So, wir schauen mal auf die zweite Karte hier. Wenn wir denn eine bekommen. Eine Karte bitte hier. Da ist sie. Die Säule des Lichts. Deine Schwingung erhöht sich. Du bist das Orakel. Sehr spannend. Ich finde auch, also das ist mir die ganze Zeit jetzt hier schon aufgefallen, dass die Karten sehr stark miteinander sprechen. Auch wir haben hier auch wie so eine Lichtsäule und hier auch. Du bist das Orakel, ja, dafür darfst du dich eben auch auf deine Energieschwingung, auf deine Energiesignatur einschwingen, einlassen, dich dafür öffnen, auch für diese Schwingungserhöhung, die jetzt überall stattfindet und da ist nichts und niemand von ausgeschlossen. Du kannst dich dagegen verschließen. Ja, das ist möglich. Doch dann wird das Leben auch ruckelig. Dann, wenn du am Alten festhältst,
dann wird das Ganze schwierig, dann wird das kompliziert. Du kannst die Blätter nicht wieder an die Bäume tackern, wenn der Baum spürt, es ist Herbst und ich darf meine Blätter loslassen. Ich glaube, liebe Jungfrau, es geht stark auch darum, dich hier wirklich, wirklich auf die Energieschwingung deiner Seele einzulassen, dich da mal zu öffnen für das, was da zu dir kommen möchte, was da ja möglich wäre. So, eine Karte hätte ich gerne noch. Nö, 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 nö. Kinners, eine. Tun wir alle wieder rein. So. Eine Karte bitte. Ja, geht doch. Engel der höchsten Glücksverwirklichung. Du verdienst das Beste. Höchstes Glück ist dein Urzustand. Das Ding eben ist aber auch, dass auch Glück eine Energie ist, die fließt. Glück ist, wenn du die Bewertungen deines Verstandes mal beiseite lässt. Der Verstand, der nämlich alle Situationen in Kategorien reinschmeißt, der kontrollieren möchte, der eruieren möchte, der, was weiß ich, wissen möchte. Wenn du das mal loslässt und dich der Veränderung hingibst, in diesen Flow hineingehst, dann zeigt sich auch, dass du nur das Beste verdient hast und höchstes Glück dein Urzustand ist. Das, was dich von dem Glück abschneidet, ist die Bewertung. Du bist das Orakel. Und wenn da was auf dich zukommt und du sagst, das ist jetzt so und so, ist das nur eine Sicht der Dinge. Deshalb habe ich mir hier angewöhnt, aus den Energien zu lesen. Nein, ich habe mir das nicht angewöhnt. Ich meine, ich mache das immer schon so. Ich habe es nur früher anders betitelt. Aber mittlerweile weiß ich, dass es einfach die Energien sind, die ich hier lese. Wow! Ja, hast du es gemerkt? Genau das Gleiche. Der Turm. Und erste Reaktion: Wow! Schreck! Der Turm! Ist eine Bewertung. Höchstes Glück ist dein Urzustand und wenn dein höchstes Glück momentan ist, dass deine Welt crasht, dann kannst du da stehen, du kannst Panik schieben, du kannst aber auch da stehen und sagen, wow, was eine Chance der Veränderung, die sich hier jetzt zeigt. Vielleicht bricht auch hier eine alte Mauer ein. Dass jetzt das Licht deiner Seele viel klarer zu dir fließen kann. Spür mal nach. Du kannst diesen Turm auch ganz liebevoll annehmen. Du musst ihn nicht festhalten. Das funktioniert nicht. Der ist hier oben so auseinandergesplittert, der fällt ineinander. Du kannst ihn annehmen. Du schaffst es nicht, dieses Kartenhaus festzuhalten. Und wenn du jetzt, allein das Bild ist schon schön, nicht diesen Turm nimmst, sondern ein Kartenhaus, selbst da ein leiser Lufthauch genügt, eine Karte wackelt und das ganze Ding bricht zusammen. Das geht mit Karten, das geht mit Steinen und du kannst da stehen und kannst ins Drama gehen und du kannst es als Chance der Veränderung sehen. Und du kannst und darfst und bist eingeladen, liebe Jungfrau, aus deinem selbstgebauten Gefängnis auszusteigen.
Die acht Schwerter, das ist genau das, was ich gesagt habe. Oh Gott, der Turm und ich kann doch nicht und ich schaffe das nicht. Wie soll ich denn hier glücklich sein? Das funktioniert nicht. Chancen gibt's für mich nicht mehr. Dass dieser Käfig, in dem du da sitzt, aber offen ist. Ja, liebe Jungfrau, schau dich um. Dann siehst du die Tür, dann siehst du, dass der Deckel hier offen ist. Ja, guck mal einer Schau. Liebe Jungfrau, das Rad des Schicksals liegt hier in der Möglichkeit mit dem König der Kelche, und ich nehme den König der Kelche als deine Energie wahr, die in der Möglichkeit liegt. Der König der Kelche hier, der ist kraftvoll, der ist loyal sich selbst gegenüber, der ist eine Säule im Sturm, aber er ist auch durchlässig. Der öffnet sich für die Energien, die da fließen wollen. Der betrachtet das, was da ist, und erlaubt der Veränderung zu fließen. Ist durchlässig. Falls es hier bei dir eine Entscheidung zu treffen gibt, liebe Jungfrau, dann schauen wir uns das jetzt mal an, was das hier sein könnte. Uhuhu. Wie schön ist denn das? Ja, wir haben hier die Entscheidung par excellence mit der Gerechtigkeit und wir haben den Stern. Du kannst dich jetzt, liebe Jungfrau, für deine Wunscherfüllung entscheiden. Was dafür zu tun ist, das haben wir ja schon geklärt. Die Frage ist, bist du bereit für deinen Wunsch? Die Frage ist, bist du bereit, dich dem Rat des Schicksals, was stetige Veränderung bringt, zu öffnen, hinzugeben? Und ich finde es auch sehr spannend, liebe Jungfrau, wir haben hier vier große Arkana-Karten liegen, also auch bei dir hier eine sehr, sehr hochschwingende Energie. Und wie das Ganze jetzt sich energetisch und tiefer weiterentwickelt, das schaue ich mir jetzt hier in der Fortsetzung an. Unten in der Infobox findest du die Links, klick einfach drauf und du wirst direkt weitergeleitet. Also, bis gleich.